Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play World of Warships heißt das Format. Und ja, ihr seht richtig, den Nürnberg vor gar nicht allzu langer Zeit auf dem Kanal, jetzt schon wieder, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich war nicht so zufrieden mit der Runde. Und dementsprechend will ich das jetzt nochmal ändern. Es ist Tarnung drauf gemacht, es sind Flaggen drauf gemacht. Der Ding ist hier... Oh, den machen wir doch mal nach den einen Punkt. Nach langer Zeit. Er ist hier ausgeskillt. Soweit es halt geht. Und von dem her ist die Stimmung gut auf der Besatzung. Alle feiern den Kapitän Albert Biermann. Und dementsprechend hoffen wir, dass diese Folge mit der Nürnberg ein bisschen besser klappt. Also, lasst uns gucken und ich versuche euch positiv zu überraschen. So, da sind wir also jetzt im Ladescreen. Und ihr seht 6er, 7er, 8er Gefecht. Also von dem her sind wir hier laut hier. Und ich hoffe, dass ich jetzt eine gute Runde zusammenbekomme, weil jetzt kann man vielleicht eins der Geheimnisse aufklären, warum ich so viele World of Tanks Videos mache. Das ist übrigens jetzt die dritte Aufnahme, die ich jetzt versuche mit der Nürnberg. Das heißt, effektiv gebraucht, wenn diese Runde klappt, habe ich für dieses Video eine Stunde und das für 15 Minuten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man da in der Woche 14, 15 Videos macht, das geht in die Zeit. Und deswegen ist so ein Replay immer bei World of Tanks bei mir sehr, sehr, sehr gern genommen. Weil alle anderen Spiele eben, oder auch im World of Tanks Video, in der Regel nicht bei der ersten Runde klappt. Und ich hoffe jetzt inständig, dass es jetzt klappt, weil ich kann euch ja verraten, was bei den anderen Runden gerade das Problem war. Der Schaden war okay, immer so um die 30.000, aber einfach so wie auch in dem ersten Nürnberg Video, also jetzt nicht so viel besser. Problematik war dabei, aber bei dem einen gut gelegen, das Team hat aber gecapped und dementsprechend konnte man keinen Schaden mehr anbringen. Ja, und so will man halt dann doch irgendwo den Anspruch eben an eine gute Runde an sich bringen und eben zeigen. Ja, und dementsprechend muss man dann schauen, wo man bleibt. Also probieren wir es nochmal einmal aufs Neue. Ich will ein bisschen mehr AP schießen. Weil es hieß ja, schieß AP, da ist viel besser, kommst viel besser zurecht, macht viel mehr Schaden und bla bla blub. Von dem her, das probieren wir jetzt einfach aus. So, ich drehe mal darüber. Da kommen ja schon die ersten beiden größeren daher. Sobald ich drauf schießen kann, werde ich das natürlich auch tun. Aber die Geschwindigkeit, die Projektilgeschwindigkeit, die ist ein Riesenproblem bei dem Kahn. Weil man sieht hier auf 11 Kilometer braucht er über 10 Sekunden, bis der ankommt. Und das ist einfach arg viel. Also das heißt mal schnell eben schießen bzw. schnelle Schüsse ankommen, ist nicht so einfach drin. So, die ersten haben aber jetzt mal wenigstens den Weg ins Ziel gefunden. Aber ihr seht, bis die darüber fliegen, das dauert. Oh. Okay, wo kommen die denn her? Für die drehe ich auch mal lieber ein bisschen bei. So, und jetzt mal auf die Amagi. Da kommen jetzt aber die gegnerische Nürnberg, dem ich da... Wow. Und jetzt einer der Nachteile von diesem Schiff, dass wenn sie getroffen wird, dann wird sie gut getroffen in der Regel. So, jetzt fahre ich hier mal ein Stück weg. Jetzt habe ich den Vorteil, ich kann mit meinen zwei Hecktürmen dann noch arbeiten. Aber leider treffe ich die Nürnberg jetzt nicht so gut, wie ich sie gerne treffen würde. Dem her, wie gesagt, jetzt einfach mal versucht, noch wegzukommen.
Aber es schaut aus, als ob es auch in Anlauf 3 nicht wirklich besser wird. Einzig, was ich jetzt noch ein bisschen punkten kann, ist die Reichweite. Dass ich natürlich jetzt aus der Distanz noch ein wenig snipern kann. Aber ihr seht schon, das ist alles nicht so leicht, weil wir ja auch hier drüben kaum Leute haben. So, jetzt ist da, hat sich da noch eine Cleveland ein bisschen angeschlichen. Aber die sollte jetzt wiederum kein Problem darstellen. Ja. Die lief ganz gut. So, wie fährt die? Die fährt genau hinterhalb lang. Das heißt, gerade nicht zu erreichen. Dementsprechend nehme ich jetzt wieder mein Lieblingsziel in der Runde. Und zwar die Nürnberg. Aber die bekommt doch gerade Torpedogesellschaft, so wie ich das sehe. Schaut gut aus, dürften treffen. Macht die Nürnberg weg. Nee, nehmen sie nicht raus. Ärgerlich. Meine. Ah, doch! Oh nein, doch nicht. Hat jetzt echt so ausgesehen, sorry. Einer trifft endlich auch mal von mir. Und ich muss jetzt hier einfach mal Fersengeld geben. Meine knapp 32 Knoten ausspielen. Und hier mal davonkommen. Mein Team drückt ja hier drüben rum so ein bisschen. Aber wirklich drücken ist es auch nicht. Also wirklich weit sind sie noch nicht gekommen. Jetzt legt sich dann der Colorado auch noch an. Alleine gegen dann 3, 4 Gegner. Ob das so clever ist? Aber ich versuche dann zumindest so ein bisschen zu unterstützen. Zumindest in das, was vielleicht sie gleich von hinten ereilen wird. Weil auf jeden Fall werde ich jetzt nicht auf eine 8er Marge und eine 7er York hier drauf fahren. Dass das die 7er Colorado meint, dass es sinnvoll ist, naja, halte ich für gewagt. So, aber wie gesagt, auf so einen Zerstörer, da kann ich auf jeden Fall helfen. Aber er wackelt natürlich auch sehr gut mit seinem Rumpf. Naja, der erste Ausfall hat er jetzt zu beklagen. Und es kommt auch langsam in eine Reichweite, die ich auch als gut beschießbar finde. Jetzt ist der Antrieb im Arsch. So, ja. Will jetzt wohl wenigstens noch die Dinge rausbekommen. Aber wenigstens die H2H und um die kümmere ich mich jetzt ordentlich. Auch lustig, dass die nicht schießt. Ja, jetzt. So, die konnte ich wenigstens rausnehmen. Und weiter weg. Weiter weg, weiter weg. Muss hier einfach Distanz da bringen.
Ich hoffe ja, dass unser Flugzeugträger sich weiterhin auf die konzentriert. Aber man sieht schon, der nächste schon im Cap. Aber ich kann jetzt da nicht reinfahren. Das wäre einfach zu suizidal. So, da ist wieder zumindest die MAG offen. Naja, schießt sich jetzt auch schon schön auf mich ein. Muss ich ein bisschen mehr meine Wendigkeit ausnutzen. Ich hoffe ja mal, dass der Flugzeugträger wenigstens da noch ein bisschen drauf geht. Der ging von seiner Seite aus mal daneben. Und wie gesagt, wir halten jetzt einfach so gut es geht darauf. Aber es schaut leider auch nicht gut aus, muss man an dieser Stelle mal prognostizieren. Ich tue hier mein Möglichstes, bisschen Kurskorrektur, dass ich dementsprechend nicht so leicht auszurechnen bin für die Amagi. Aber ein 8er Schlachtschiff ist halt einfach auch nochmal was anderes. Nichtsdestotrotz gehen wir den Kampf ein. Ihr seht schon auch hier von ihm, der sieht es ähnlich wie ich. So, und dahinter mir noch eine Fubuki. Die gehen wir jetzt auch doch einfach nochmal drauf. So, in Brand gesteckt. Jetzt muss er nur wieder aufgehen. Komm schon, geht er nochmal auf. Müsste doch gleich soweit sein. Ja, da ist er doch. Und näher mir ist ja auch schon hier die Amagi. Zumindest nochmal für ein bisschen Angst und Schrecken auf den Weltmeeren sorgen. So. Ja, und einer war weg. Und der zweite hat mich dann hier natürlich fertig gemacht. Aber unterm Strich war hier doch ein bisschen Schaden. Und wir konnten mit einem Feuerwerk runtergehen. Und in Anlauf Nummer 3 habe ich endlich eine Runde zusammengebracht. Wobei man ein bisschen was wieder mal von der Nürnberg gesehen hat und auch mit der gewünschten AP-Munition geschossen. So, man sieht unsere Teamaufteilung sehr sinnvoll. Die Miyoko kommt von der Stelle, wo gar keiner war. Unser Zerstörer ist irgendwo und unser Flugzeugträger hat gefühlt auch nicht wirklich viel geleistet. Also gerade wo sie da auf B gekommen sind und er natürlich da in starken Bedrängnis war, hatte ich mir da ein bisschen andere, ja, so einen anderen Support vom Flugzeugträger erhofft. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Mal schauen, ob er die Miyoko jetzt hier noch den Zerstörer jagen kann.
Auf jeden Fall hat er schon mal die ersten Aale, die er ausgeweicht hat. Ja, das ist doch jetzt auf jeden Fall machbar. Ein Ziel, was auf 3,6 Kilometer steht. Ja, die Aale sind wieder im Wasser. So, zerstört hat er ihn. Ausweichen. Nee. Einen sitzt. Die Amagi hat auch weiterhin ihren Spaß. Wobei. Was macht der Zerstörer? Sieben Kilometer ist nicht weit weg. Hatsuharu hat Torpedos, die 10 Kilometer weit kommen. Da sind sie vorne auch schon im Wasser. Aber das sieht so aus, als ob die nicht ankommen. Nee. So, unsere Miyoko hat es dann auch scheinbar schon erwischt. Das ist mir jetzt sogar an mir vorbeigegangen. Also jetzt nur noch hier der Trollmer am Start. 6,8 Kilometer dürfte sogar offen sein. Flaggung hat auf jeden Fall ordentlich. Aber ihr seht, die Tickets so gut wie erledigt. Und ich kann mir nichts nachsagen lassen. Hab mit 2 Kills mit die meisten des Teams überhaupt gemacht. Gegnerische Flugzeugträger war auch mit 2 Kills. Sehr ordentlich. Die Amagi hat sich auch schön eingefunden. Also da war das gegnerische Team einfach ein wenig besser. So, Teamwertung. Bin ich, obwohl Low Tier, bin ich hier auf Platz 2 von den XP gefahren. Hab gemacht 30, 45, ja 47.000 Schaden, 48.000 Schaden. Das kann man schon lassen. Und es gab 225.000 Credits raus. Ja, kleiner Frosch im Hals zu Ende der Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.